Moin, ich bin Nils von SLS und heute sind wir hier bei unserem Lackierer Herrn Schmidt. Ich habe mal drei Schürzenteile aus neuester Fertigungscharge mitgebracht. Die sollen rot werden, die sollen nämlich an unser rotes Auto. Moin Herr Schmidt, schön, Moin. Dass wir kommen durften. Gerne. Ich habe mal von unserem W107 drei Schürzenteile mitgebracht. Das ist eine Reproduktion und ein altes Originalteil, dass wir die Farbe einmal haben und vor allen Dingen diese Oberflächenstruktur, die uns ganz wichtig ist, von diesem Steinschlagschutz. Das ist jetzt von unserer Seite hier eigentlich, ja, so ist der Lieferzustand. So bekommt der Kunde das von uns. Und ganz oft natürlich dann die Frage, wie aufwendig ist es jetzt irgendwie, so ein fertiges Ding dann hinterher hinzubekommen? Also, dass wirklich dieser Originalzustand wieder erscheint. Ja, das ist im Prinzip so, dass diese Teile, wenn sie von der Fläche her gut sind, wenn die Konturen stimmen, dass diese Teile geschliffen werden, dann mit einem Grundierfüller gespritzt werden, einmal für den Rostschutz und einmal, dass da eine gewisse Schichtstärke drauf ist. Ja. Anschließend wird es nochmal geschliffen und dann spritzen wir einen Steinschlagschutz auf, der dann diese Struktur hergibt, die wir benötigen. Ja, gibt es da Unterschiede jetzt irgendwie von den Materialien, weil das ja irgendwie, ich finde das persönlich ein bisschen feiner als so das, was man normalerweise so unterm Auto wiederfindet, was da so untergejaucht ist. Lässt sich das irgendwie dosieren von der Art, wie man das spritzt? Oder das lässt sich steuern. Einmal durch das Material selber, man kann es verdünnen, man kann es aber so, wie es aus dem Gebinde kommt, auftragen. Aber man kann das auch über die Druckluft steuern. Okay. Also unterschiedlicher Druck heißt auch unterschiedliche Struktur am Ende. Ja, das heißt, das können Sie auch entsprechend so anpassen, angleichen irgendwie. Ja. Ja. Und dann kommt entsprechend Farbe drauf, je nachdem. Genau, das würde nachher auf den Steinschlagschutz, würde dann halt eben in dem Fall eine Zweischicht Unilackierung, das heißt der Basislack, Wasserbasislack und anschließend dann halt eben zweikomponentiger Klarlack oben drauf lackiert. Ja. Dass wir so diesen Glanzgrad haben. Ja. Womit müsste man jetzt irgendwie, sag ich mal, grob preislich rechnen? Jetzt kein konkretes Angebot, sondern einfach so, dass man weiß, so ungefähr können Sie ja einschätzen, was das für ein Aufwand ist. Ja. Das sind ja immer drei Teile, die zu einem Set gehören. Ja, ja, das ist, richtet sich immer nach dem Zustand der Teile. Das heißt, wenn wir jetzt Teile bekommen, die im Zustand sehr gut sind, wo wir keine großen Vorbereitungen haben, sondern eigentlich überwiegend leichte Schleifarbeiten und Spritzarbeiten, liegt das bei 350 Euro netto. Ja, okay. Und das heißt, entsprechend, wenn vielleicht Transportschäden sind oder die Werkseite von der Fläche her nicht so stimmig sind, wie wir es haben wollen und wo gespachtelt und geschliffen werden muss, dann erhöht sich das natürlich. Und das ist, wenn man jetzt mit dem Altteil ankommt und sagt, rette mir das mal. Genau, oder auch ein Neuteil. Ne? Wenn jetzt ein Neuteil zum Beispiel jetzt irgendwo vielleicht was hat durch den Transport und man bessert das nach, dann ist es natürlich irgendwo ein Zeitaufwand, der dann halt eben oben drauf kommt. Aber das kann als Grund drauf bleiben. Ne? Also das ist tatsächlich auch lackierfähig und das ist jetzt nicht irgendwie, dass man damit auch noch was machen müsste. Ja, oder? Das ist eine Werksbeschichtung sozusagen, die haftet auf dem Stahl. Ja. Und da ist es halt eben wichtig, dass diese Grundierung, dass die vernünftig angeschliffen wird. Ja. Dann nehmen wir ein 240er Korn und dann kann man darauf aufbauen mit den nächsten Materialien, die wir dann einsetzen. Ja. Das ist so der Werdegang. Wie gesagt, also die Strukturen, man kann das auch, wenn man jetzt vielleicht ein Teil kauft, weil die anderen Teile noch in Ordnung sind, kann man auch ein Teil in der Struktur an das andere anpassen. Ja. Das ist natürlich auch ein etwas höherer Zeitaufwand. Wollte ich gerade sagen, und auch die Farb oder genau den Farbton dann zu treffen, das ist denn, da nützt einem ja wahrscheinlich auch denn der Farbcode von Mercedes da an der Stelle nichts mehr. Ja, wenn sie denn häufig nachlackiert sind, dann kann das schon sein, dass vielleicht der Vorgänger das nicht so ernst genommen hat oder halt das Fahrzeug mit einem anderen Farbton lackiert wurde, der nicht zu Mercedes gehört. Ne? Ja. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Man kann dann im Prinzip ja auch alle drei Teile lackieren. Nur bei dem Neuteil muss man sehen, dass man dann die gleiche Struktur herstellt wie bei den anderen beiden Teilen. Ja. Ja. Ja, das wird spannend. Ich würde die Sachen gerne hier lassen. Ja, und gerne. Schnacken wir. Die melden sich, wenn das fertig ist und dann gucken wir mal, wie es denn so geworden ist. Okay. Super. Das können wir gerne machen. Dann erstmal herzlichen Dank. Gerne. So, Glück ist Geschick, unsere Teile sind fertig und wir freuen uns, wieder bei Herrn Schmidt zu sein und die Teile in Empfang zu nehmen. Moin, Herr Schmidt. Ja, moin. Ich sehe schon, toll sieht's aus. Ja. Ist jetzt aber deutlich rauer als das, was ich gebracht hatte als Altteil, ne? Ja.
Das ist aber auch daraus entstanden, dass wir halt eben hier festgestellt haben, dass dieses Teil mehrfach überlackiert worden ist und dadurch die Struktur halt eben sich verliert. Und ja. Wir halt eben halt gesagt haben, wir wollen sehen, dass wir möglichst nah an die Originalstruktur rankommen. Ja. Und haben deswegen diesen Weg gewählt und haben die Struktur etwas gröber auflackiert, sozusagen. Aber es ist halt eben auch noch nicht das letzte Wort. Man kann dann auch noch, wenn es zu grob ist, jederzeit noch einmal leicht schleifen, Klarlack aufspritzen, um diese Struktur etwas weicher darzustellen oder auch für die Haptik, dass sich das etwas besser anfühlt. Aber da sind noch ganz viele Wege im Prinzip, um das noch zu ändern, wenn man das also, so möchte. Wenn jetzt ein Kunde sagen würde, nee, ich will das doch lieber irgendwie so, wie das das ursprüngliche mal war oder wie der das empfindet. Genau, oder nach seinem Geschmack, wie er das gerne hätte. Das ist kriegt man das auch hin. Kriegt man irgendwie. Das auch hin. Das ist halt also, jetzt erstmal. Ich finde das Finish super, sieht toll aus. Danke. Natürlich jetzt auch ein krasser Unterschied zu dem Farbton von dem Altteil, ne, was so leicht dunkel. Jetzt hat man hier wieder dieses richtig schöne, knallige Rot. Ja, dieses Teil ist natürlich auch etwas verschmutzt. Ja. Und es wurde lackiert. Und es kann auch sein, dass eine andere Nuance gewählt wurde. Ja. Wir haben jetzt die Standard-Nuance gewählt für diese Teile. Und das wirkt halt eben jetzt ein bisschen frischer. Ist auch halt eben vielleicht auch ein anderes Lackmaterial, als jetzt was hier drauf ist. Ne? Cool. Ich bin schwer begeistert. Das freut mich. Dann nehme ich die ganzen Dinger mal wieder mit und das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir hier waren. Das freut Vielen mich. Vielen Dank. Ja, gerne. Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück in unserer heimischen Werkstatt und die Teile sehen, finde ich, wirklich gut aus. Jetzt kann man sich wieder streiten, ist das Original in dieser Struktur oder nicht? Schreibt uns gerne Kommentare dazu. Wir sind davon überzeugt, dass das mal der Originalzustand war. Haben uns da auf den Lackierer verlassen und wir bauen jetzt den ganzen Kram einmal zusammen. Den Stoßstangenzusammenbau im Detail könnt ihr in dem Video hier sehen. Anlass dieser ganzen Aktion war ja der vorgefundene, recht malade Zustand unserer Originalschürzen. Das Ergebnis, was wir jetzt am Auto vorfinden, Repro-Schürzen mit einer professionellen Lackierung, finde ich, ist ein tolles Ergebnis und passt wunderbar zu diesem Auto. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn. Tschüss.